gesagt hat, wir nehmen ja sehr vieles von den Reden vorher auf. Ich habe jetzt alles vorgeschrieben. Wir haben solche Steinvorlagen gegeben, es ist ja unglaublich. Zunächst einmal, lieber Oberbürgermeister, das haben wir Männer die kürzesten Weg hierher. Ich bin jetzt nicht das Pfarrer von Maximilian, sondern von Heiligen Geistern. Und ich habe schon mal gesagt, das ist eigentlich das Schönste an diesem Job in Heiligen Geist. Du kannst in schöner Regelmäßigkeit arbeiten, als nach einem anderen Eiwein. Also das macht am meisten Spaß. Das allein ist schon ein Grund, dass man Innenstadtpfarrer wird. Und wir haben also nicht nur den kürzesten Weg, sondern auch den schönsten Weg. Und es stimmt wirklich, was gesagt worden ist, dass ich gesagt habe, das, was ich bisher eingeweiht habe, ist an mir leid gegangen. Jetzt wollen wir halt schauen, wie das mit uns mit der eigenen Firma ausschaut. Aber noch sind wir ja nur im Saft, nachdem wir unsere Finanzen offengelegt haben, also da habe ich jetzt keine Angst. Noch mal was zum Erfolg, so diese kleinen. Ich muss sagen, ich habe das ja schon mal eingeweiht da. Das wissen jetzt die meisten nicht. Es war am Abend, den 29. Mai um 23.30 Uhr. Ich bin, ja, gut, da ist der Nebenspritz dauernd. Also, es ist ja wurscht, lieber zweimal geweiht als einmal pleite. Das ist ja kein Problem. Aber ich muss es kurz erklären, ich bin von Norddeutschland gekommen und ich habe nicht gewusst, weil ich komme, die haben am Stiften nur gesagt, wenn ich vor Mitternacht komme, komme ich noch. Und ich bin vor Mitternacht gekommen und da waren ungefähr, wie waren wir noch, 10 Leute, halbwegs nüchtern. Zum Betten hat es gereicht. Gell? Und dann war das Kreuz da und haben das Kreuz dann gesegnet, aufging, was für ein Junge dazu sagen. Wenn ich jetzt mit so einem Einwein lange, habe ein Kreuz dabei gehabt, das Geschenk, da rief mir ein Jugendlicher, sagt er, was tust du denn? Sag ich, Einwein, tust du wieder rumsödern. Jetzt ein Wort kommt in den Duden, sage ich euch ganz bestimmt. Und dann haben wir in kleiner Runde hier um 23.30 Uhr miteinander gebetet, haben das Kreuz gesegnet. Ich war etwas salopp gekleidet, kurze Hosen, 60er T-Shirt. Ja, genau. Ja, ja, wenn man denkt, das kann ja auch nicht schon, gell? Wir doch, wir müssen gerade aufstehen. Doch, vorher sind wir aufgestehen. Und haben die Roten gesagt, wie man richtig feiert. Drum, lieber Oberbürgermeister, ich bin ja resistent, ich bin ja leidensfähig. Und ich kann auch wirklich viel aushalten, auch wenn mir gegen meine Blauen stichelt. Aber dann kommt er mit der blauen Jocke daher und stichelt. Also, dann wenigstens eine schöne, rote Jocke, das Flagge zeigen. Ja, da kann man nicht. Mein Hochreiter Werner, darf ich nur kurz sagen, linke Schuhe aus der Schuhwand laufen. Schau, was. Ja, ja, aber was ich noch sagen will, er gesagt hat, man kann Geld verdienen da herin. Ja, wenn das der Hochreiter sagt, wie soll ich sagen? Ja, aber es gibt ja immer noch dieses nicht Beweis oder nachgewiesene Gerücht, dass es da eine unterirdische Geldpipeline vom Biergarten zur Sparkasse gab. Also, wenn es egal ist, dann würde ich sagen, schau, dass du die anschließen kannst. Ja, da kannst du einfach so eine kleine Kupplung einbauen und so. Aber wenn der Werner das sieht, dann ist da sicher etwas dran. Gell? Es sei euch gegönnt. Ihr macht es einen Mörderjob. Das muss man einfach sagen. Gell? Und das sagt mein Chef, der Schottenhammer, nicht der Kardinal, sondern der Schottenhammer da ist, nachdem ich ja 10 Jahre auf der Wiesn habe, damit teilhaben dürfen. Ich sage immer wieder, Gastronomie ist mörderhaft. Du brauchst wahnsinnig viel Geduld, Präsenz, Stehvermögen. Du musst da sein, freundlich sein. Was hörst du? Ich sage es mal gut. Du musst Lightning. Ja. Das erfordert wirklich viel. Ich wollte eigentlich kommen, weil heute war rein zufällig, ich muss doch vorstellen, ich habe vorher noch Mist gehabt, den Heiligen Geist, war das Evangelium vom Festmahl. Er wurde eine einlädt zum Festmahl und da hat sich jeder andere hat sich entschuldigt. Er konnte kommen, er konnte kommen und am Schluss sind dann die Leute genötigt worden zu kommen. Ja, das geht natürlich nicht in dem Fall, obwohl ich ehrlich zugeben muss, Stefan Lorenz, ich mag euch, ich mag einen anderen Pfarrer im Weißen Dreihaus. Und ich bin schon immer so beim Vorbeiradeln, seit wir eingeweiht haben am 23. Mai, immer geschaut, wo sitzen mehrere heraus.
Da war ich schon manchmal versucht, dass ich hinten bei weißen Bras hingegangen bin und gesagt jetzt, da vorne ist für einen was frei. Aber dich, Mann, gell? Du kannst doch noch vorher in der Kirche, die ist ganz frei. Vielleicht ein bisschen was betten und dann geht's zum Schiftel und du hast ein gutes Werk, weil der fängt gerade an. Aber das werde ich nicht tun, ich bin überzeugt, dass dir alle hier in der Innenstadt die Arbeit leistet, dass es für alle reicht. Und vor allem eine gute Arbeit. Und jetzt bin ich bei einem schönen Vergleich. Da habe ich mal mit dem Alfons Schubig wieder bei mir im Heiligen Geist ein bisschen rummeandert. Der ist dann so da gestanden, was bei mir der Heilige Geist ist. Ich habe sich umgeschaut und habe gestaut. Und da und das Tischchen und das Tischchen. Da habe ich schon gesagt, okay, Alfons, das bleibt für alles hier. Nein, sagt er, nein, ist ja wunderbar. Der mit den Leuten ist also gerade. Und dann hat der Alfons Schubig, hat er dann so Leitlinien, so Parallelen entwickelt zwischen meiner Kirche und dem, was wir machen, und einem guten Wirtshaus. Er hat gesagt, was ist das Wichtigste? Es ist ein Produkt. Ein gutes Produkt. Das muss der Gast wissen, da herin gibt es ein gutes Produkt. Muss ich wissen, wenn ich in die Kirche gehe. Wir haben an sich ein gutes Produkt, also unsere Verkündigung war dermaßen einladend, dermaßen den Alltag bewältigend. Das Problem ist halt, wie wird das Produkt verarbeitet? Da brauchst du einen guten Koch. Wir brauchen einen guten Fahrer. Wie bearbeiten die das? Was machen die aus dem guten Produkt? Dann, was gehört zum Wirtshaus noch dazu? Wer liefert es? Ja, Bedienung. Das ist vorher schon gesagt worden vom Kollegen Steinfurt. Ja, gute Bedienungen. Die leiden mich. Ich werde in kein Wirtshaus reingehen, wenn der nur so ein gutes Essen hat und nur so einen tollen Stern hat und die Bedienung ist gratis. Auf gar keinen Fall. Was für Atmosphäre herrscht in so einem Haus? Geh ich da gern hin? Weil vielleicht habe ich gestern den Fokus gelesen. Wie kommen Bedienungen zu ein bisschen Trinkgeld? Unter anderem, dass sie den Gast mit Namen begrüßen. Ja, das muss man kennen vorher, kannst du nicht so jedem Meier sagen. Gell? Aber wenn das zweite Mal kommt und du weißt es noch, macht schon was aus. Immer lächeln, habe ich noch Deppis. Immer lächeln. Ja, das machen wir. Haben wir gemeinsam. Also welche Atmosphäre herrscht in der Wirtshaus? Welche Atmosphäre herrscht in der Kirche? Wie gehen wir miteinander um? Mein Wahlspruch ist geworden, begleiten, nicht gängen. Ich komme hier rein, mein Vater hätte immer gesagt, mein Geld ist genauso viel wert wie das von den anderen. Ich komme hier rein und ich bin der Gast. Und das ist eine Würde. Das ist nicht nur ein Riesenjob und eine Riesenehre, dass man der Chef ist, dass man der Wirt ist. Ich finde, das ist eine Riesenwürde, ein Gast zu sein, bedient zu werden. Schaut mal in die Bibel rein, wenn es mal Zeit hat, oder in den Urlaub hat es. Schaut mal rein, wie an allen entscheidenden Stellen immer wieder dieses Festmahl, immer wieder dieses Mahl. Und wenn Jesus was Wichtiges zu sagen hat, immer bei einem Mahl. Es geht nicht darum, dass man satt wird, sondern dass man Gemeinschaft erlebt. Feiern kann ich nicht allein. Ich kann mir nicht selber mich beschenken und ich kann nicht allein feiern. Ich brauche immer andere dazu. Und dafür sind diese Räume da, die ihr uns da also anbietet. Und dann werde ich irgendwann einmal aus diesem Wirtshaus wieder rausgehen. Und wenn all diese Bedingungen erfüllt sind, dann kommen wir natürlich wieder. Und da muss mir ja keiner zwingen dazu. Wir haben den Begriff Sonntagspflicht, stell dir vor, jetzt gab es die Wirtshauspflicht. Nein, es ist mir eine große Ehre, da wieder zu kommen, wenn ich weiß, das ist ein Stück Heimat, da gehöre ich dazu, da darf ich sein. Und dass das euch gelingt, das sei mein ganz großer Wunsch für euch an diesem Tag. Und so wollen wir jetzt miteinander ein Gebet sprechen. Der Ehemann wird dann fallen, immer ernst. Das ist so blöd. Was bei dir den Spruch der Hitze hat, bei uns im Maximilian, kennst du unseren Spruch, was da abschlägt? Bevor ich mich aufrege, ist mir wurscht. Du hast einen Grund dazu gemacht. Das kannst du nicht. Bevor ich mich aufrege, ist mir wurscht. Ein kurzes Gebet und dann gehen wir miteinander den Vater unser beten und dann gehen wir rein. Ich habe ein Gefäß, habe ich vergessen, als Wasser oder dabei, aber ich denke mal, mir gibt es am besten das Gefäß als ein Wasser. Wir nehmen auch Wasser, oder? Ja.
meine Autos bin ich immer ein bisschen vorsichtig, nicht, dass sie auf Rosten anfangen. Daher habe ich, sehe ich keine Gefahr. Meine lieben Freunde, ein kurzes Gebet und dann geht es endlich so schon. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Gepriesen bist du, Herr, unser Gott, denn alles, was du geschaffen hast, ist gut. Wir loben dich, preisen dich. Und du hast den Menschen deine Schöpfung anvertraut. Aus deiner Hand kommt jede gute Gabe. So wollen wir beten. Herr Jesus Christus, du hast uns bei der Verkündigung des Evangeliums die Gastfreundschaft der Menschen in ganz besonderer Weise ans Herz gelegt. Du hast diese Gastfreundschaft erlebt und sie dafür reichlich belohnt. Wir bitten dich jetzt in dieser Stunde um deinen Segen für dieses wunderbare, schöne neue Wirtshaus von Lorenz und von Stefan. Wir bitten dich für alle Menschen, die hier reinkommen und Gast sein dürfen. Wir bitten dich für alle, die hier in diesem Wirtshaus arbeiten, dass sie bewahrt seien vor Unfällen und Verletzungen, vor Betrügereien oder sonstigen Unfreundlichkeiten. Wir bitten dich für alle, die hier miteinander feiern, dass sie spüren, wie gut es ihnen gehen darf, dass das alles hier nur ein Vorgeschmack ist für ein viel größeres Mahl, für eine viel größere Gemeinschaft und für ein viel größeres Fest, das hier noch aussteht und für uns vorbereitet ist. Lass darum alle Menschen, die sich hier begegnen, Mitarbeiter und Gäste, hilfsbereit und aufgeschlossen, ehrlich und achtsam begegnen und miteinander umgehen. Schenke den Gästen Erholung und Freude und lass uns alle begreifen, dass wir hier auf Erden wirklich nur Gast sind. Dann führe du uns zum Gastmahl im Haus deines Vaters, der du lebst und herrschst in alle Ewigkeit. So wollen wir jetzt miteinander beten, wie Jesus uns beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, wir rufen zu dir in dieser Stunde in unserem Anliegen. Erfülle dieses Haus mit dem Geist herzlicher Gastfreundschaft. Schütze den Lorenz, den Stefan und alle Mitarbeiter, die hier immer wieder aus- und eingehen und hier für das Rechte sorgen, vor Unglück, Unfall und Gefahr. Gib, dass in diesem Haus Menschen verschiedener Herkunft, verschiedener Gesinnung, verschiedener Vorstellung achten und aufeinander Rücksicht nehmen. Gewähre so all deinen Dienern, die heute zu dir rufen, deinen Schutz, deine Gnade. Schenke uns die Gesundheit des Leibes und das Heil der Seele. Gib uns herzliche Liebe zueinander und immer die ständige Bereitschaft, dir zu dienen. Und dazu segne und behüte euch der gütige und in der Liebe allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Zum Fallschirmsprung muss ich natürlich auch sagen, weil das wirklich, Stefan, ein ganz tolles Bild ist. Und das geht nicht nur dir so. Was glaubst du, wird es uns Pfarrer geben, bevor wir in die Kirche rausgehen? Weißt du, dann bist du vielleicht nicht gut vorbereitet. Dann kommt dieser berühmte Spruch am Sonntagmorgen, ihr wisst ja, was der Pfarrer sagt, wenn er verschlafen hat. Ruft er seinen heiseren, riesig, schnell, frisch jemand und eine alte Predigt. Und dann stehst du da, dann sollst du da in die Kirche rausgehen. Weil dann ist die vielleicht wieder, erwarten dann mal welche früh. Wir sind alle nicht mehr gut. Und dann, weißt du, wie ich dann an den heiligen Franz Beckenbauer. Die haben zu seinen Fußballern gesagt, da redest du nicht lang, geht's raus und spielst Fußball. Und das sei mein Wunsch für die, gehen raus und machen wird. Fertig. Ding nicht lang, spring einfach. Oh, komm, das ist der volle Fehler. Danke.
Ja.